Moini, da bin ich wieder mit einer Runde Dead by Daylight. Wir haben Mittwoch, das heißt, es ist Shrine-Time. Aber heute starte ich ein bisschen anders, denn ich wollte euch kurz mal zeigen, wie der neue Schrein der Geheimnisse aussieht. Denn der wurde jetzt mit dem Patch, der gestern rausgekommen ist, überarbeitet. Und da gucken wir doch mal rein direkt. Es ist nämlich so, dass man nun die Perks einzeln kaufen kann für unterschiedliche Preise. Es bedeutet, diese Woche sind hier Drachengriff, Henkerstreich, einziger Überlebender, was überarbeitet wurde und ziemlich cool ist, das zeige ich ja gleich dann, und Bewältigen. Und es ist so, dass man jetzt Bewältigen hier könnte ich kaufen, das habe ich auf Stufe 1 schon freigeschaltet, weil ich Jonah ja auf 40 gelevelt habe. Das heißt, auf Stufe 1 habe ich das schon freigeschaltet und finde das im Blutnetz aller meiner Survivor. Ich könnte es jetzt aber auf Stufe 2 kaufen für 4000 statt 2000 Scherben. Also die Preise wurden angeglichen, das heißt, die Stufe 1 kann man kaufen und dann wird es automatisch freigeschaltet, als würde ich Jonah prestigen. Auf Stufe 1 für 2000, auf Stufe 2 für 4000. Ich mache das mal für euch. Extra für die Wissenschaft. So, zack. Und jetzt habe ich es auf Stufe 2 freigeschaltet. Jetzt könnte ich es nochmal kaufen für 6000 Scherben und hätte es dann auf Stufe 3 freigeschaltet auf all meinen Survivern. Das ist super cool, oder? Also, es klingt erstmal ziemlich teuer, aber wenn man sich überlegt, dass man doch sehr viel Blutpunkte beim Leveln spart, wenn man eventuell so ein paar Scherben übrig hat, könnte das schon, weil Jonah werde ich jetzt nicht unbedingt weiter leveln. Den habe ich auf 40 gebracht und da gelassen einfach. Den werde ich nicht unbedingt auf P3 bringen. Könnte das schon eigentlich ziemlich schöne Einsparungen sein. Ja, und ich habe noch einen ganz kurzen Tipp, bevor es weitergeht. Und zwar haben sich jetzt schon einige gewundert, wie das ist mit dem Blutnetz, dass man hier gar nicht jetzt prestigen kann oder prestigieren. Ich glaube, das Wort gibt es so oder so nicht, ne? Also, dass man hier Kate zum Beispiel auf 50 hatte, sie so ein paar Level über 50 gehabt, aber nie richtig weitergelevelt und dass man hier nicht weiterleveln kann. Und es ist so, dass man jetzt einfach das letzte Blutnetz behalten hat. Das kann man jetzt leveln. Und dann, wenn man das gemacht hat, ich mache es mal so günstig wie möglich hier eben. So. Zack, dann kriegt man diesen Button, Prestigestufe 1, für 20.000 Blutpunkte. Die habe ich noch übrig. Drückt man dann. Padaus, dann schillert das so hübsch. Tada! Und jetzt habe ich als Prestigebelohnung gekriegt, dass ich diese drei Perks jetzt auf all meinen Survivern freigeschaltet habe und alle auf Stufe 1 einfach schon besitze. Nicht im Blutnetz finde, sondern die habe ich jetzt einfach auf Stufe 1, so oder so. Und jetzt geht es einfach weiter und das Coole ist, ich habe all meine Items, all meine Perks jetzt behalten auf Kate. Ja, also ich finde es ziemlich witzig, das neue Prestige-System. Wie findet ihr das? Wollt ihr mir das mal schreiben? Ich finde es ziemlich cool, wirklich ziemlich cool. Für neue Survivor, die dann rauskommen werden, wird das sehr gut werden. Denn Jonah, ne, habe ich nur auf 40. Gucken wir uns mal kurz an. Hier, nur auf 40 gelevelt. Wie viele Perks der jetzt hat? 7 Seitenperks. Und das nur dadurch, dass ich die anderen so weit habe. Also, das macht schon Spaß. Finde ich schon gut. Also, wir sehen uns gleich in der Runde mit Bewältigen und einziger Überlebender. Bis gleich. Moini, da bin ich wieder mit einer Runde Dead by Daylight und ich spiele Laurie Strode. Wir haben Mittwoch, das bedeutet, es ist Shrine Time. So, im Schrein der Geheimnisse sind derzeit Bewältigen, habe ich ja gerade schon gezeigt, und einziger Überlebender. Das bedeutet, einziger Überlebender ist ein Laurie-Perk. Niemand spielt mehr mit Ruin. Das war ein schneller Down bei die AFK. Eine Onryo. Das hat man an der Aufhebanimation gesehen. Und hier ist ein Fernseher neben mir angegangen. Aber ich habe keinen Effekt davon. Also keinen negativen. Das wird spannend. Also, Cheryl hatte gerettet und Onryo war noch nicht weit weg. Bewältigen. Wenn ich einen Schlag kassiere, bekomme ich einen
Sprintboost, der höher ist als normalerweise. Normalerweise bekommt man ja sowieso einen kleinen Boost, wenn der Killer einen schlägt. Und mit Bewältigen kriege ich 2 Sekunden Verlängerung für diesen Boost. Das ist ein Erschöpfungsperk und hat halt auch wieder eine Erschöpfung, die sich regeneriert. Ihr kennt's. Ist eigentlich ein ziemlich cooles Erschöpfungsperk, jetzt gerade wo genervt wurde. Ich glaube, es wurde genervt, dieser kleine Boost, den man bekommt, wenn man vom Killer geschlagen wird. Ja, und der macht, dass ich also ein bisschen schneller laufe. Boah, okay. Sturm. Sturm. Irgendwas mit Sturm. Ist jetzt so ein Lead-Terror-Radius. Ich höre sie. Das macht so klirrende Geräusche gerade. Jetzt nicht mehr. Sie ist weggegangen wieder. Jetzt wieder. Ah, da ist sie. Einziger Überlebender. Damit bekomme ich Stacks für jeden Überlebenden, der aus der Runde rausgenommen wurde. Ich glaube, sie ist weg von mir tatsächlich. Ja. So. Und jeder Stack ist 24 Meter Aura-Wahrnehmung wert, und zwar minus für den Killer auf mich bezogen. Das bedeutet, 3 Stacks kann ich kriegen. Das wären dann 72 Meter, in denen der Killer meine Aura nicht wahrnehmen kann. Dazu kommt noch zusätzlich, das wurde jetzt überarbeitet, das Perk. Und dazu kommt, dass wenn ich die letzte Überlebende bin, ich einen Bonus auf die Reparaturgeschwindigkeit bekomme, und zwar 75%. Wobei ich mich frage, wenn ich die letzte Überlebende bin, wann sollte ich da Generatoren machen? Also, die am Boden liegt, das ist eine Mag, die müsste da mal wegkriechen, ansonsten gehe ich da nämlich nicht rüber. Und Rio hebt auf, das ist natürlich nett. Cheryl sitzt am Gen. Alles klar. Und bewältigen. So wie Glück gehabt machen, dass ich jetzt hier schnell entkomme. Denn ich bin mir selbst die Nächste. Mit dem Medikit heile ich mich schnell hoch. Weil bewältigen funktioniert ja nur, wenn der Killer mich verletzt. Wenn ich am Boden liege, bringt mir das nicht mehr viel. Wenn ich verletzt durch die Gegend laufe, mit Glück gehabt, mache ich jetzt das Perk rechts. Keine Blutspuren, keine Kratzspuren. Komm her. Ach so, du willst gerne. Ah, ich verstehe. Sie hat eine Taschenlampe, Cheryl. Und hat keine Angst, sie zu benutzen. Ja, cool. Dann machen wir mal erst diesen hier. Und dann muss ich leider diesen hier machen. Boah, den Hint habe ich noch gekriegt. So, jetzt habe ich mein Medikit dafür aufbrauchen müssen, weil sie nämlich in der Palette lag. Das heißt, ich kann mich nicht mehr komplett selber hochheilen. Aber ich kann mich anheilen. Ich weiß nicht, warum die da die ganze Zeit so reintraden. Dies, das. Ja, Glück gehabt. 60 Sekunden lang. Keine Blutspuren, keine Kratzspuren. Aber ich kann das wieder aufladen, wenn ich einen anderen Überlebenden heile. Magst du einmal? Ich bin fast fertig. Danach kannst du weitermachen. Danke. Sie hat sich teleportiert. Da vorne sehe ich sie, glaube ich. Nee. Das ist ein Fernseher, der da so leuchtet. Ein Gen haben wir bisher geschafft, ne? Puh. Gehe ich mal gemütlich hier hin.
Ach, und den Einstein habe ich alleine gemacht. Und ich hing doch gar nicht. Was ist hier los? Also, ich habe jetzt das Stack auf einziger Überlebender bekommen. Na los. Ist da das Fenster offen? Aber die Tür auch. Da ist nochmal eine Palette. Die ziehe ich mal einfach. Sie macht die auch kaputt, okay. Hier war nochmal eine Palette. Hier ist keine Palette mehr. Okay. Ah ja, die heilen sich da hinten gut. Mit Zähnen zusammenbeißen mache ich keine Geräusche, wenn ich mich heile oder wenn ich andere heile. Das ist halt auch, also ich spiele sehr sneaky. Auch wenn ich offensiv spiele, weil Jagden mir keine Angst machen, denn ich kann sehr gut aus den Jagden auch wieder entkommen. Mit Glück gehabt, keine Blutspuren, keine Kratzspuren, habe ich schon gesagt. Bewältigen einzig Überlebender 75% schneller Reparatur, genau. Aber was gut ist, was jetzt auch geändert wurde, ich habe 50% schneller Tore öffnen auf einziger Überlebender. Wenn ich eben die Letzte in der Runde bin. So. Immer noch 4 Gens. Aber dafür kann der Killer meine Aura jetzt im Radius von 48 Metern nicht wahrnehmen. So, hier haben wir noch eine schöne Palette, ein Jungle Gym. Ich frage mich, ob sie irgendein anderes Perk noch hat zur Gen Regression. Tana hat sie nicht, Tana wurde ja auch geändert. Auch ziemlich stark eigentlich. Oder ob die anderen einfach gar keine Gens gemacht haben. Ich meine, ich bin ja auch kaum zum Gens machen gekommen. Cool. Du hattest mich doch gesehen, oder? Okay, die zieht hier alle Paletten weg. Dann gehe ich mal in den Gen da vorne, da war auch schon mal jemand dran. Ja, aber was soll sie groß machen? Sie zieht jetzt halt schön die Paletten alle weg, aber das ist auch ganz gut. Wir sind ja eh nur noch zu zweit. Vielleicht kann sie ja noch einen ganzen Gen hier rausholen. Vielleicht kann sie ja sogar 4 Gens rausholen. Vielleicht rennt sie mir auch hinterher. Wer weiß das schon so genau? Dann renne ich hier im Dreieck. Also dieses Sturmperk hat sie ja dabei. Dass die Gens bei 90% gesperrt werden, einmal wenn man Skillcheck vermasselt. Ja. Es sind so viele Änderungen. Ich freue mich richtig. Es gibt so viele neue Kombinationen, die ermöglicht wurden. Ich finde das eine gute Lösung. Die ist ja aber auch quer über die Map, ne? Kreuz und quer. Und jetzt wird sie natürlich nicht aufgehoben. Das wäre ja auch viel zu cool. Ich habe wieder so einen Lead-Terror-Radius von ihr. Schwierig. Was war da denn? Da kam so ein bisschen so ein Lichtschimmer von oben runter. Sie kriecht halt die ganze Zeit. Ah, okay. Ich brauche jetzt eigentlich nicht in den Schrank gehen, weil ich habe schon 2 Stacks auf einziger Überlebender. Falls sie Barbecue dabei hat, dürfte sie... Oh, obwohl, das ist echt weit weg.
Na gut. Und für die Wissenschaft stellen wir uns jetzt an ein Tor und warten darauf, dass die Luke hier neben mir aufgeht. Na gut. Was war das denn für ein Glück? Konnte ich alle Perks eigentlich zeigen? Ja, ne? Hatte drei Stacks am Ende auf einziger Überlebender. Glück gehabt. Konnte ich sowieso zeigen. Keine Blutspuren, keine Kratzspuren. Ich konnte es nicht zeigen, wie sich das wieder auflädt, aber es ist eine coole Änderung. Es wird sehr stark dadurch, finde ich. Hier jede Sekunde, die du einen Überlebenden heilst, wird die Dauer von Glück gehabt um eine Sekunde verlängert. Die Dauer von Glück gehabt kann nie mehr als ihren Startwert betragen. Also wenn man das noch voll hat, kann man nicht 61 Sekunden bekommen. Was spielen die anderen denn jetzt so? Gelegenheit nutzen und Widerstandsfähigkeit und immer noch Dead Heart und Adrenalin. Ja, vertraulich ist jetzt auch richtig gut geworden. Und Balanced Landing ist auch super flink. Flink zusammen mit Gelegenheit nutzen richtig gut. Beweise dich. Und sie hat ihr Adept gemacht. Auch gut. Mit erbarmungsloser Sturm, so heißt das. Das Sturmperk Ruf der See und Geiselhakenflut des Zorns. Das war meine Shrine Time. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Lasst mir doch auch gerne ein Abo da, denn ich brauche nur noch 25 und dann haben wir die 1000 Abos voll. Ist das nicht krass? Danke für eure Unterstützung auf jeden Fall nochmal an dieser Stelle. Und dass die Shrine Time so gut ankommt, freut mich auch immer. Ich sage GG und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.